Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist Jan und ich begrüße euch zur mittlerweile 7. Folge von FutureNet für Remastered. Und wir sind gerade immer noch in der Illumination, in diesem wunderbar simulierten Text, Kommunikationsebenenbereich, was auch immer, und haben gerade das Gespräch mit Mohamed Chin beendet und werden jetzt zusehen, dass wir vielleicht nochmal kurz uns hier was durchlesen. Unser Glauben, oh Gott, der Glaube der Illumination ist sehr einfach. Wir arbeiten für das Ziel, dass sich jeder, der ein FutureNet-Konto besitzt, aus dem Netz ausloggt und dass das Netz es demontiert und neu entwirft, damit es nicht länger eine Bedrohung für seine User darstellen kann. Aha, also das sind, die wollen einfach, dass die Leute wieder ins wahre Leben, in Anführungszeichen, zurückkehren. Wir sind im Prinzip nicht gegen Virtual Reality oder Netzwerkkommunikation, noch arbeiten wir gegen eine globale elektronische Gemeinschaft. Wir erkennen an, dass der Avatar-Algorithmus wahrscheinlich die größte Leistung im Bereich der Bioelektronik ist. Jedoch müssen wir auch zugeben, dass der Avatar-Algorithmus auch die größte Tragödie der Massenmanipulation ist. Okay, Schlussfolgerung. Dann gucken wir mal kurz auf die wahre Geschichte. Die FutureNet Corporation startete als ein Kind von Mohamed Chin. Ach so, er ist der Gründer von FutureNet. Er wusste, dass er es konnte, obwohl er auch wusste, dass er es nicht alleine schaffen konnte. Also begann er im Geheimen mit einigen Köpfen zu reden, um den finanziellen Grundstock zu schaffen, seinen Traum zu verwirklichen. Übrigens erinnert mich das gerade ein bisschen an Final Fantasy 13. Wir erfahren den kompletten Background aus Texten. Aber mein Gott, ist ja irgendwie auch cool, dass wir uns hier einloggen und das einfach mal nachlesen. Es braucht ein wenig Überredungskunst, wie auch immer. Kurz nach den ganzen Treffen wurde die FutureNet Corporation gegründet. Dr. Chin bekam quasi unbegrenztes Kapital zur Verfügung gestellt, damit er in der Lage war, ein imposantes Team der besten Wissenschaftler der Welt zusammenzustellen, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Bald nach der Formierung der FutureNet Corporation begannen sie an ihren Hauptaufgaben zu arbeiten. Okay, das ist es gerade wirklich alles sehr lang. Amy Camus ist dabei. Dann wurde Amy Camus eingeflogen. Okay, sie scheint die erste gewesen zu sein, die da irgendwie reingeführt wurde. Dann gab es eine Tragödie. Amy Camus verfiel in ein Koma, aus dem sie niemals erwachen würde. Was ist denn, wenn Amy Amok ist? Ich meine, Koma, rückwärts heißt ja auch Amok. Amy Camus, da steckt ja auch irgendwie Amok drin in ihrem Namen. Und, vielleicht ist sie quasi stecken geblieben als erste Userin und hat sich dann ist zum Gott dieser Welt aufgeschwungen. Ja, Mohamed Chin war nach dem Testergebnis emotional zerstört. Er wurde komplett mutlos und machte sich für das Schicksal von Amy verantwortlich. Er war überzeugt, dass es falsch war, den Algorithmus zu entwickeln. Das Projekt sollte sofort gestoppt werden. Die Corporation und ihre Investoren stimmten jedoch nicht zu. Die Direktoren betrachteten den Test auch nicht als Desaster. Sie sahen eher die ersten 5 Tests als Triumph. Er verweigerte sich. Und ja, anscheinend wurde das Ganze dann weitergeführt. Okay, die gaben bekannt, dass sie in dem Autounfall gestorben sei. Das Denkmal wurde zu ihren Angestellten errichtet. Okay. Heute ist Amy Camus der Neil Armstrong des Informationszeitalters, ein wenig bekannterer Punkt in den Geschichtsbüchern. Das FutureNet und der Avatar-Algorithmus sind inzwischen das am schnellsten wachsende Interface-Tool auf dem Planeten, mit einem Bevölkerungszuwachs von fast 3% pro Tag. Die FutureNet Corporation ist jetzt eine der erfolgreichsten Firmen der Welt. Okay, ja, dann würde ich sagen, die Beweise müssen wir uns sicher angucken. Das Ganze klingt auf jeden Fall dramatisch. Und, ja, erstmal gehen wir jetzt raus und gucken mal, wie wir jetzt Ellie wieder kontaktieren können, denn wir haben ja die ersten beiden Protokolle gefunden. Aber krass, also Mohamed Chin hat das Ganze erfunden und ist jetzt dabei, das Ganze abzuschaffen. Okay, es scheint irgendwas zu laden. Da ist der Animationsladewürfel. Du warst erfolgreich bei der Suche nach Björn und Isabella und ich nehme an, du hast die Teile des Protokolls. Du arbeitest schnell. Es gibt immer noch Hoffnung. Hast du irgendwelchen Ärger gehabt? Weißt du, das über Erleuchtung, wahrscheinlich ist das übersetzt von Illumination, oder? Also, soll ich dir das sagen? Ja. Tue bitte nur, was ich sage. Hm.
Ich dachte, er war Teil des Plans. Ich dachte einmal, er wäre in der Lage, uns zu helfen, aber ich habe mich geirrt. Ich könnte niemals mit der Erleuchtung oder mit Mohammed Chin zusammenarbeiten. Egal, wie sehr ich auch wollte. Sie könnten eine große Hilfe sein, aber Mohammed Chin ist verrückt. Ich kann nicht mit einem so unberechenbaren Subjekt zusammenarbeiten. Aber ich finde, seine Ansichten klangen relativ gemäßigt bzw. vernünftig, oder? Mohammed Chin verursacht mehr Ärger, als er uns von Nutzen ist. Wenn andere denken, ich würde mit ihm zusammenarbeiten, liegen sie einfach falsch. Sie raten nur, sie kennen nicht die wirkliche Wahrheit. Sie raten nur? In der Tat wissen die meisten darüber genauso viel wie du. Das sind keine verlässlichen Quellen. Stell keine Fragen. Tue bitte nur, was ich sage. Ich finde das alles ganz suspekt. Die Wahrheit ist, dass ich mit Chin gesprochen habe. Aha. Es dauerte nur ein paar Momente, bis ich erkannte, dass er verwirrt war. Hat er dann aber... Also er geht ja davon aus, dass er immer noch Teil des Plans ist. Ist er etwa so verrückt, dass er das falsch interpretiert? Ist das vielleicht gar nicht Ellie, mit der ich... Oh, ich weiß es nicht. Als ich ihn besuchte, war er froh, von mir zu hören. Ich dachte, dass seine internen Kenntnisse von der inneren Struktur des FutureNet und der Avatar-Algorithmen unserer Sache helfen würden. Die können ja kaum Text ablesen. Und ja, er hat uns verstanden. Dann redeten wir. Er erzählte mir, dass die FutureNet Corporation von Aliens überrollt wurde und sie anfingen, die Kontrolle über die Avatare zu gewinnen. Durch die Kontrolle des FutureNet hatten sie vor, die Weltherrschaft zu übernehmen. Dann fing er an zu erzählen, warum die Kanadier Außerirdische sind. Du kannst Chin vergessen. Klingt es doch alles Wichtigeres. Vollkommen plausibel und valide. Ich brauche dich, um Leonid Suzuki zu finden. Er ist ein russischer Kosmonaut. Vielleicht hast du von ihm gehört. Vor Jahren hatte eine Steuerrakete seines Raumschiffs eine Fehlfunktion und brachte sein Raumschiff vom Kurs ab. Er driftete klar aus dem Sonnensystem heraus. Die russischen Behörden schrieben ihn zu diesem Zeitpunkt schon ab, sodass er auf sich allein gestellt war. Er war in der Lage, seine eigene Neuralverbindung zu programmieren und das Netz vom All aus zu erreichen. Er ist ein sehr begabter Programmierer. Genau deswegen habe ich ihn ausgesucht, um die Verschlüsselungselemente des Produkts zu konstruieren. Als er aufhörte, die Treffen der Church of Amok zu besuchen, verbrachte er die meiste Zeit mit dem Besuch der Natursimulation im Bioball Network. Bioball. Das du im geistlichen Netznoten finden kannst. Bereite dich auf den Empfang seines Dossiers vor. Es wird nicht einfach sein, Leonid zu finden. Er befindet sich weit entfernt im Weltraum. Aber diese Information sollte dir helfen. Genau, warum nicht alle auf einmal? Es ist zu riskant. Je weniger Informationen du mit dir führst, desto besser ist es, wenn du gefangen wirst. Sogar wenn du nichts sagst, kann Amok von dir alle Arten von Informationen bekommen. Gefangen? Wer sollte mich denn fangen? Ja komm, ist okay. Lass mich ihn einfach suchen. Nun beweg dich. Du musst die übrigen drei Module des Amokian Protokolls finden. Und das möglichst geheim. Erzähl nicht mehr, als du unbedingt brauchst. Nicht einmal Leonid oder den anderen Mitgliedern des Kreises. Außer mir kann niemandem getraut werden. Geh jetzt. Wenn du das dritte Protokollmodul gefunden hast, werde ich dich wieder kontaktieren. Ich bin ja nie ein Freund davon, mich immer nur einem... Ich bleibe sehr misstrauisch gegenüber dieser Ellie-Person. Nun gut, schauen wir mal kurz rein in das Dossier. Von Leonid Suzuki, dem russischen Kosmonauten. Er ist der alleinige Insasse der Boris Imbuto, das klingt eher afrikanisch, dem berühmten Raumschiff, welches so tragisch vor ein paar Jahren vom Kurs abkam. Als Commander Suzuki der Kirche beitrat, begann gerade sein drittes Jahr im Weltraum und er hatte gerade eine harte Psychotherapie beendet. Er entwickelte seine eigene Verbindung ins FutureNet von seiner Kapsel aus, krass, weil sein Interface nicht standardisiert ist. Ja, Wahnsinn. 53, er ist im Bioball-Netzwerk, Church of Amok Social Club, sehr gut. Dann gehen wir doch direkt wieder rein und schauen uns mal in diesem Bioball Network um.
Die Church of Amok. Das Fireball Network. Schauen wir uns das mal an. Hat was von Teleshopping oder so, ne? Diese Soundeffekte. Willkommen im Fireball Network, wow, in dem wir uns dreist bemühen, zurück zur Natur zu gelangen. Durch Technologie. Wir im Fireball Network glauben, dass die Menschheit in ihrer Gesamtheit ihre Wurzeln zur Mutter Erde verloren hat. Wir sind so beschäftigt mit unserem modernen Leben, dass wir den Bezug zu dem, von wo wir kommen, verloren haben. Und wie wir alle wissen, ist es schwer zu sagen, wohin man geht, wenn man nicht mehr weiß, woher man gekommen ist. Hier im Fireball Network haben wir den... Okay, es ist wirklich Wahnsinn. Es gibt zurzeit vier wählbare Außenposten für uns. Was die Synchronsprecher von Leistung hier abliefern. Ja gut, dann schauen wir doch mal, wo er am ehesten... Was mache ich denn? Yucatan Peninsula. Okay, Yucatan klingt jetzt nicht. Die sibirische Tundra. Komm, Sibirien. Hier verbinden sie nun mit Russland, Sibirien, das passt doch. Vielleicht finden wir da ja jemanden, der... Nachts träume ich von Hitze, aber ich vermisse sie nicht. Der einzige Weg, kompletten Frieden und Selbsterkenntnis zu gewinnen, ist, massive körperliche Schmerzen zu ertragen. Ich rufe Dr. Ali Kinet mal an. Ich bin Dr. Kinet. Hast du Interesse an meinem Projekt? Eigentlich suche ich jemanden, genau. Nun, wenn du siehst, wo ich mich befinde, wirst du sehen, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, dass ich seit einigen Monaten keine einzige lebende Seele gesehen habe. Ich bin hier ein einsamer Pilger, bis auf diese kleine Satellitenverbindung zum Netz. Was macht er da genau? Gut, meine These besteht darin, dass wir als Spezies den Bezug zu grundlegenden Sachen, die uns helfen, die richtige Natur zu verstehen, verloren haben. Das ist das direkte Ergebnis des FutureNet und die virtuelle Realität hat immer mehr von unserer Rasse Besitz ergriffen. Faszinierend, erzählen Sie weiter, ganz im Ernst. Sag mir einfach nur, wo Suzuki ist. Leonie Suzuki natürlich. Er ist ein regelmäßiger Besucher dieser Seite. Er wuchs tatsächlich hier in der Gegend auf. Sein Dorf hatte vor 10 Jahren noch nicht mal einen vernünftigen Netzzugang. Ich habe ziemlich viel Respekt vor ihm. Er ist mir ähnlich, leidend dort draußen in der Kälte des Alls. Hm. Nein, jedes Mal ruft er mich an. Von hier aus kann ich keine Netzverbindung herstellen. Ich weiß nicht, wie man einen Typen in einer Raumkapsel kontaktieren kann. Aber Sie können seine Freundin fragen. Sie ist nicht im Weltall. Er hat eine Freundin? Hm. Wieso kann er keine Netzverbindung aufbauen? Ich meine, ich rufe ihn doch gerade an. Also kann er doch eine Netzverbindung aufbauen offensichtlich. Das ist doch komisch. Ich denke, sie arbeitet an einer Art Universität. Was immer sie dort macht, hat mit Sicherheit zu tun. Ich denke nicht, dass sie Professorin ist. Ich erinnere mich nicht. Toll. Oh ja, sie ist an einer Netzuniversität. Eines von diesen technikbasierten Curriculums. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr behilflich sein konnte. Aber ich bin kein Orakel, sondern ein Philosoph. Wenn Sie wollen, erläutere ich Ihnen noch mehr von meinen Erkenntnissen, aber jetzt möchte ich ein wenig mit meinen Gedanken allein sein. Thank God. Auf Wiedersehen, Freund. Ja, dann, ganz im Ernst, dann suchen wir doch jetzt die Freundin auf. Leck mich am Arsch. Hat er gerade leck mich am Arsch gesagt? Boah, raus hier aus diesem Laden, aus diesem Kabuff. Ja, also, Freundin. Sie ist an einer dieser Dinge angestellt, als irgendeine Sicherheitsexpertin. Und erinnert euch dran, dieses Akademiko war doch vorhin beschädigt. Vielleicht hat sie da Mist gebaut oder so. Also, gucken wir nochmal nach, was da los ist. Na komm schon. Ich kann jetzt gerade auch nichts machen. Also, sobald ich da einmal reinklicke, kann ich diesen Vorgang nicht mehr unterbrechen. Hm. Also, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Achtung! Niemandem ist der Zutritt zum Ad. Ne, ich klick wie wild. Okay, vielleicht finde ich die ja irgendwie in den Social Clubs auch. Ich meine, gab es da so ein Security Panel? Okay. Das Problem hat sich anscheinend schon erledigt. Schön, nicht wahr? Ein 12-jähriger Hacker. Ich glaube, ich weiß schon, wer das ist. Es ist ein Virus, du Wurst.
nur ein Virus? Ja. Aus diesem Grund bist du ein Neuling und wirst es auch immer bleiben. Du hast keinen Sinn für Ästhetik. Ein Virus, das ist Kunst. Das ist nicht etwas, was jeder machen kann. Dafür braucht man Planung, Fantasie und Intelligenz. Nur ein Virus. Wer bist du, Howard the Hacker? Ich bin viele Sachen, für viele Leute. Wie findest du meinen Albtraum? Oh, mein Avatar ist auch gereiht. Sehr schön. Das stimmt. Ich denke, du lernst dazu. Ich habe den Nixon-Virus als Ablenkungsmanöver benutzt, damit ich einige Veränderungen an meiner Reportkarte machen kann. Mhm. Aber er funktioniert so gut, dass ich dachte, ich würde ihn verlieren. Wie findest du ihn? Ja, schön, aber ich muss es benutzen. Tut mir leid, Howard. Warum sollte jemand zur Schule gehen? Das glaube ich ja nicht. Du möchtest, dass ich meine künstlerische Arbeit beende? Diese ultimative Expression von Intelligenz und Emotion? Ja. Nur weil du das Akademiko besuchen möchtest? Ja. Ha! Nun, Neuling, heute ist dein Glückstag. Howard hat heute seinen gnädigen. Ich sag dir was. Oh Gott, du tust mir einen Gefallen und ich gebe dir den Deep Throat Antivirus. Ist das übrigens gewollt, dass er Appeltraum schreibt statt Albtraum? Hm. Okay, was soll ich tun? Ich habe ja eh keine Wahl. Deine Aufgabe ist es, mir ein Level 2 Access-Protokoll zu beschaffen. Oh, Level 2. Ich bekomme für einige VIP-Nodes keinen Zugang, wie zum Beispiel die Börse oder die Government-Node. Dann hack dich doch rein, Wurst. Aus Sicherheitsgründen erlauben sie nur wenigen Leuten Zugang und diese Leute bekommen ein Level 2 Access-Protokoll. Ich brauche wirklich dieses Zugangsprotokoll und du willst es wahrscheinlich auch haben. Ich komme nicht in die Nähe der Netzverwaltung, ohne dass alle Alarmglocken läuten. Aber du kommst wahrscheinlich ganz einfach hinein und könntest dir eine Kopie des Level 2 Access Protokolls ziehen. Wenn du diese Aufgabe erledigt hast, werde ich dir den Deep Throat Antivirus geben. Und du kannst dann in das Akademikum. Okay, cool. Ich kriege dann also auch das Level 2 Ding. Dann mache ich das gerne. Howard, du bist ja doch ein cooler Typ. Gut. Das Level 2 Access Protokoll findest du in der Encryption Core der FAQ Hall. Um dir weiterzuhelfen, habe ich dir eine Kopie der technischen Spezifikationen des Sicherheitsprogramms des Encryption Core Zentrums besorgt. Vielleicht wird es dir weiterhelfen. Hm. Benutze deine Hackprobe-Sonde und du wirst den Weg ins Zentrum finden. Entschlüssele es und bring mir das Protokoll. Ich habe keine Sonde. Du bist ein blöder Trottel. Muss ich dir alles geben? Hier ist eine Kopie von meiner. Jetzt aber weg mit dir. Komm wieder mit dem Level 2 Access Protokoll und jetzt aus meinen Augen. Die Halle, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Das müsste an diesem Starthafen sein. Okay, da springen wir jetzt vielleicht noch ganz schnell rüber. Nur um zu gucken, ob das wirklich geht. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Also wir haben in dieser Folge doch einiges an neuen Informationen bekommen über die Illumination und wir haben unseren neuen Auftrag, wir müssen Leonie Suzuki bzw. seine Freundin finden und ich glaube, das hier ist die FAQ Hall, oder? Yes, okay, gut. Dann springe ich da jetzt erstmal wieder raus, weil ich jetzt speichere und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schauen mal nach, ob wir es schaffen, das Level 2 Access Protokoll daraus zu hacken. Bis dahin alles Gute und danke fürs Zusehen. Ciao.